Was denken Sie von dem Nobelpreis? Ja, ich habe es heute früh erst erfahren und vorläufig ist es mir noch wie ein Traum. Aber es ist etwas so Wunderbares, dass ich das noch erleben durfte nach all den vielen schweren Jahren. Und ich bin sehr glücklich darüber. 1966. Presserummel um eine scheue Person. Eine jüdische Dichterin, die eine Sprache für das schlimmste Verbrechen der Menschheit fand. Eine Nobelpreisträgerin, die heute kaum noch jemand kennt. Wer war Nelly Sachs? Das herauszufinden, dabei soll er helfen. Max Czollek, ebenfalls Berliner Dichter, geboren fast 100 Jahre nach Nelly Sachs. Mit ihr verbinden ihn Fragen nach der jüdischen Identität nach der Shoah. Nur wenig weiß man von ihr. Sie kam 1891 zur Welt. Ihr Vater war Fabrikant. Sie dichtete, tanzte. Mit 17 war sie in psychiatrischer Behandlung. Sie blieb viel zu lange in Nazi-Deutschland. Sie wurde von der Gestapo verhört. Der Befehl für den Abtransport in ein Lager traf ein. In letzter Sekunde gelangte sie 1940 mit ihrer kranken Mutter nach Schweden. In eine Wohnung, 1,5 Zimmer bloß, für beide. Die befindet sich jetzt in der schwedischen Nationalbibliothek. Kulturzeitkollegin Annette Poppenhäger durfte dort filmen. Steigen Sie ein. Wir sind in der Wohnung von Nelly Sachs jetzt angekommen. Das Allerschönste ist eigentlich dieser kleine Raum hier drinnen. Das ist ein Versuch, die inzwischen weltberühmte Kajüte nachzubauen. Sie nannte nämlich ihre Küchenecke die Kajüte, weil sie den Blick auf das Wasser vom Fenster hatte. Und in diesen, glaube ich, 6 Quadratmeter aß sie nicht nur, sondern sie schrieb auch hier und schlief auch hier. Das war praktisch das absolute Zentrum ihres Daseins, dichterischen und existenziellen Daseins. Und da fühlte sie sich geborgen. Ganz nah am Tod ist das Wort gekommen. Wenn man mich fragen könnte, wer mich gelehrt hätte, zu diesen Worten zu kommen, so kann ich nur immer wieder sagen, der Tod. Ein erster Band, In den Wohnungen des Todes, erscheint 1947. Weitere Folgen. 1959, Flucht und Verwandlung. In der Flucht. In der Flucht, welch großer Empfang. Unterwegs. Eingehüllt in der Winde Tuch, Füße im Gebet des Sandes, der niemals Amen sagen kann, denn er muss von der Flosse in den Flügel und weiter. Der kranke Schmetterling weiß bald wieder vom Meer. Dieser Stein mit der Inschrift der Fliege hat sich mir in die Hand gegeben. Anstelle von Heimat halte ich die Verwandlungen der Welt. Sie fühlen sich hier in Schweden beheimatet? Das Wort beheimatet kann ich vielleicht nicht mehr sagen, solange ich auf der Welt bin. Also dafür ist es zu sehr einmal das Wort Heimat herausgerissen worden aus uns. Ich muss sagen, ich habe nach einem Text gesucht, der Ausdruck ist für die Art und Weise, wie ich Nelly Sachs Dichtung wahrnehme, als eine sehr präzise, sehr sparsame Art zu sprechen und zu dichten. Aber auch, weil in dem Text eine Reaktion enthalten ist, die auf Dichterinnenweise in einem Gedicht verarbeitet wurde, nämlich eine Reaktion auf die Frage, wo für Nelly Sachs Heimat war. Und Nelly Sachs antwortet in diesem Gedicht sehr, sehr deutlich, dass es ihr eben nicht darum geht, eine andere Heimat zu finden. Anstelle von Heimat halte ich die Verwandlungen der Welt. In der Bundesrepublik beginnen die 60er Jahre mit einer Welle antisemitischer Straftaten.
Es wäre für Deutschland besser, keine Juden im Land zu haben. Das sagen 1958 22% der Bundesbürger. Es ist die Zeit, in der Nelly Sachs ihre ersten Auszeichnungen erhält. Nelly Sachs ist ja das erste Mal nach 20 Jahren Abwesenheit, nach langem Zögern wieder nach Deutschland gefahren, anlässlich einer Preisvergabe, und kam zurück nach Schweden und hatte 3 Jahre lang schwersten Verfolgungswahn und musste in eine psychiatrische Klinik gehen. 5 Jahre später, 1965, der Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Sie entschloss sich, doch noch einmal zu fahren, doch keinesfalls allein. Klar, sie war natürlich unruhig, dass es etwas passieren könnte. Sie hat darauf bestanden, dass wir in jedem Hotel 3 Zimmer haben mussten. Und sie sollte in der Mitte sein, denn wenn sie dann in der Nacht schwer gestört fühlte, dann musste sie sich bei meiner Frau melden können. Ich finde, daran wird noch mal klar, vielleicht noch mal klarer, dass Nelly Sachs eigentlich überhaupt nicht in einem Verhältnis zu diesen deutschen Tätern stand und auch nicht stehen konnte, sondern ihre ganze Arbeit eigentlich der Versuch ist, irgendwie klarzukommen mit dem, was da passiert ist. Und da steht einfach Versöhnung nicht auf dem Tableau. Die, die sie ehren, scheinen das nicht zu verstehen. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels wird 1965 der großen jüdischen Dichterin deutscher Sprache, Nelly Sachs, verliehen. Das dichterische Werk von Nelly Sachs steht ein für das jüdische Schicksal in unmenschlicher Zeit und versöhnt ohne Widerspruch Deutsches und Jüdisches. Versöhnt ohne Widerspruch? Wie komfortabel für das Land der Täter. Man ist jetzt sozusagen versöhnt, die Sache ist jetzt erledigt und wir können gemeinsam im neuen, besseren Deutschland leben. Soweit ich kann, möchte ich darauf beharren, dass Menschen wie Nelly Sachs da nicht mitspielen. Dass es nicht okay ist, Nelly Sachs zu benutzen, um das eigene schlechte Gewissen zu bearbeiten. Dafür stehen Juden nicht zur Verfügung. Und dafür steht auch Nelly Sachs nicht zur Verfügung. Wer von uns darf trösten? In der Tiefe des Hohlwegs zwischen gestern und morgen steht der Cherub, malt mit seinen Flügeln die Blitze der Trauer. Seine Hände aber halten die Felsen auseinander von gestern und morgen. Wie die Ränder einer Wunde, die offen bleiben soll, die noch nicht heilen darf. Ich glaube, wogegen Nelly Sachs hier anschreibt, und da lese ich sie vielleicht stark aus einer Gegenwart heraus, ist der Wunsch nach Normalität. Der Wunsch nach Normalität, der immer auch einer nach Normalisierung ist. Es ist doch mal wieder genug. In einem seiner eigenen Gedichte hat Max Czolek das Bild der Wunde aufgegriffen. Liebster Aaron, wir müssen uns die Paketscheine von den Herzen ziehen, dürfen keine Sätze mit damals sogar früher mehr denken. Denn die Wände der Gegenwart rücken auf uns zu wie die Ränder einer Wunde, die nur offen bleibt, solange du mir die Arme hältst. Ich glaube, ich erlebe schon in der Gegenwart dieses Bedürfnis nach Normalisierung und Normalität als eine Art Bedrängung. Ich habe das Gefühl, das umstellt mich. Deswegen treffen mich die Zeilen von Nelly Sachs, weil sie für mich eine sehr starke Aktualität haben. Für mich persönlich, aber auch für Deutschland 2020.